Übung 3. Und geh die kurz an. Die ersten beiden Spalten sind Wiederholungen. Ich erlaube mir nochmal den Luxus und wiederhole das hier schnell. Zunächst mache ich eine Tabelle draus. Einfügen, Tabelle, hat Überschriften, okay. Dann hier die Nummer möchte ich als Zahl herausholen. Deswegen fange ich mit der Funktion Wert an. Gehe also auf Formeln, dann Text und hier die Funktion Wert. Ruf in der Funktion Wert die Funktion links auf. Ich habe schon mal verwendet, also ist sie hier irgendwo zu finden. Von wo? Von hier. Anzahl der Zeichen. Und da gehe ich auf die Funktion finden. Finden. Und was suche ich? Den Punkt. Wo suche ich ihn? Hier. Gehe in die Funktion links zurück. Schneide das noch sauber raus. Also minus 1. Jetzt kommt hier der Text. Die Funktion Wert bekommt den Text. Macht daraus eine Zahl. Okay. So. Der Titel, der ist wieder von rechts. Gehe also jetzt auf Text, dann auf. Ich gebe es schnell durch, weil wir es schon mal gemacht haben. Ne? Deswegen, ich will mich dann hier vielleicht ein bisschen länger nicht aufhalten. Gehen wir auf die Funktion rechts. Von wo holen wir uns das? Von hier. Anzahl der Zeichen. Rufe ich die Funktion Länge auf zunächst. Ermittle zunächst die Gesamtlänge des Textes. Also von diesem Text, die Gesamtlänge ist 65. Wechsel wieder in die Funktion rechts. Klick hier bei Anzahl der Zeichen hinter die Funktion Länge. Und ziehst von der Gesamtlänge hier die ersten drei Zeichen hier bei der Nummer ab. Geh also auf Finden wieder, rufe die Funktion Finden auf, gib vorher ein Minus ein, rufe die Funktion Finden auf. Was möchte ich finden? In dem Fall Leerzeichen. Wo möchte ich es finden? Wieder hier. Und kommt hier 3 raus, geht zurück in die Funktion rechts. Check das nochmal, jetzt sehe ich es ja leider nicht. Kann man das größer machen? Ich hoffe mal, es klappt. Werden wir dann sehen. Gehen auf OK. Und haben jetzt hier den Titel. Ach so, Moment, das habe ich falsch gemacht. Sieht es jemand? Ist das richtig? Nein, das ist viel zu lang. Da ist der Interpret mit dabei, genau. Was war falsch? Genau, ich habe das erste Leerzeichen genommen. Nach was muss ich suchen? Nicht nach dem Leerzeichen, sondern nach dem Bindestrich. Also gehen wir mal in die Funktion finden hier oben rein. Klicke in die Funktion Finden, gehe auf den Assistenten und ersetze das Leerzeichen mit dem Bindestrich. Den suche ich im Prinzip, weil der trennt ja hier quasi diesen Teil des Textes von dem, der mich interessiert. Gehe in die Funktion rechts zurück und muss hier noch ein bisschen korrigieren, nämlich minus 1, das sehe ich hier vorne. Hier ist ein Leerzeichen zu viel, also minus 1 und gehe auf OK. Und jetzt passt. So, jetzt kommen wir zum eigentlich Neuen. Jetzt bin ich ein bisschen langsamer. Und zwar, wie hole ich mir jetzt hier aus dem Text heraus den Artisten? Und klicke also jetzt hier rein. Gehe in dem Fall, man könnte rein theoretisch, aber das habe ich schon mal gemacht, das ist eher verwirrend, weil es richtig kompliziert ist. Ich könnte theoretisch, ich zeige es nochmal schematisch hier mit meinem Screenshot-Tool. Hier holen wir den Text hier ran. Ich könnte jetzt rein theoretisch mit der Funktion links, die mache ich mal rot, nehme der Funktion rechts, mir zunächst diesen Text hier holen, wie ich es eben gerade irrtümlich gemacht habe, und könnte danach mit der Funktion rechts drüber gehen. Nee, Entschuldigung, mit der Funktion, erst zunächst mit der Funktion links, rechts, habe mich selber schon ganz verwirrt, also machen wir es mal neu. Also, ich hole mir zunächst mit der Funktion roter Stift rechts, du schreibst diesmal dran. Damit ich ihn durcheinander komme, diesen Teil raus, also rechts. Und dann könnte ich mit der Funktion links drüber gehen, mach ich mal blau, und dann quasi diesen Teil holen. Ja, ich habe das mal immer gezeigt, aber da sind Leute meistens ausgestiegen. Ja. Eleganter ist, sie machen es mit der Funktion Teil. Ja, das ist die Sache wesentlich einfacher. Mit der Funktion Teil können Sie sich quasi aus dem Text heraus Text holen. Und ich zeige das mal kurz zu demonstrieren. Gehe also hier rein. Gehe dann auf die Funktion Teil und sage jetzt von wo, also von hier. Jetzt will er wissen, wo soll es losgehen, den Text rauszukopieren. Also hier ab dem Leerzeichen, also rufe ich die Funktion Finden auf und sage ihm jetzt hier, wo es losgehen soll. Also ab dem Leerzeichen und wo soll das Leerzeichen suchen? Hier. Und jetzt empfehle ich immer, dass Sie bei Anzahl der Zeichen erstmal irgendwas eingeben, damit Sie gucken, ob der Anfang funktioniert. Ich gebe mal hier 5 ein und da sehe ich schon, aha, hier ist noch ein Leerzeichen zu viel. Also sage ich hier plus 1. Jetzt stimmt schon mal der Anfang. Und jetzt will er wissen, wie viel Zeichen soll er von hier aus rauskopieren. Also ab der
4. Das heißt, ich muss jetzt hier diese Länge, wo bin ich jetzt hier? Hier oben, diese Länge hier ermitteln. Wie komme ich jetzt auf diese Länge? Hat jemand eine Idee? Laut? Nee. Die Funktion rechts liefert ja Text. Die liefert uns ja keine Länge. Eine Länge ist ja eine Zahl. Na, das hier müssen Sie immer, Sie müssen immer Zahlen eingeben. Das heißt, die Länge ist im Prinzip die Anzahl der Zeichen dieses Textes hier, Michael Mittermeier. Und wie komme ich auf die? Die Gesamtlänge, aber da kriegen Sie ja die Gesamtlänge von dem Text raus. Ich mache mal nochmal, ich gehe nochmal hier rein. Nee, auch nicht links, aufpassen. Die Funktion links liefert uns ja wieder Text, aber ich möchte ja eine Zahl haben. Ich brauche ja hier eine Zahl und nicht irgendwie einen Text, ja. Ich tue es mal kurz löschen. Also, wie komme ich ja auf die Länge? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich gehe mit der Funktion finden und suche zunächst nach dem Bindestrich. Ja, da bekomme ich aber, das ist dann noch zu viel. Und ziehe von dieser Funktion finden dann nochmal finden hier diesen Punkt hier vorne ab. Also, ich suche zunächst nach dem Bindestrich. Ja, also finde, also Bindestrich, minus, das war blau, finde Leerzeichen zum Beispiel. Ja, und dann bekomme ich genau diese Länge, die ich suche. Hier. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich suche zunächst hier, das ist rot, den Bindestrich mit der Funktion finde Bindestrich, minus finde Leerzeichen hier und dann habe ich ungefähr die Länge von diesem Text in der Mitte. Ich mach das hier mal, also ich rufe die Funktion finden auf. Das habe ich eigentlich schon, das kann ich mir von hier oben runter kopieren. So. Ne, Entschuldigung, das habe ich noch nicht, das kommt da hinten dran. Also als nächstes finde Bindestrich. Also doch, ich kann es einfach hier kopieren. So. Und nehme hier einen Bindestrich rein. Und dann hier ein Minus und nochmal rein kopieren. Und dann noch entsprechend hier minus 2 zum Schluss. Ich zeige es dir nochmal. Ich rechne im Prinzip hier finde Bindestrich minus finde Leerzeichen. Und dann bekomme ich hier den Text raus. Wichtig ist, was viele am Anfang nicht so richtig verstehen, das ist relativ einfach zu verstehen, wo es darum geht, ab wo soll es losgehen. Wo sich ein bisschen schwer tun, ist zu verstehen, mit Anzahl der Zeichen meint hier Excel, wie viele Zeichen soll er jetzt ab der Position 4 rauskopieren. Ja. Und jetzt gehe ich auf OK und die Sache hat funktioniert. Ja, also das heißt, wenn Sie Texte von irgendwo aus den Texten herausschneiden wollen, dann müssen Sie mit der Funktion Teil rangehen. Wenn Sie von links Text brauchen, mit der Funktion links. Wenn Sie von rechts Text brauchen, mit der Funktion rechts. Und wenn Sie es irgendwie aus der Mitte herausholen wollen, dann mit der Funktion Teil. Probieren Sie es bitte mal aus und ich komme rum und helfe gegebenenfalls.